Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go mal wieder. Ein ganz normales Let's Play mit der Facecam am Start. Und ja Leute, ich habe ein altes Ei, was gestern oder vorgestern mal aufging. Ein 5 Kilometer Ei. Und was ist drin? Ein Schlurp, Leute. Richtig, richtig nice. Eigentlich, also keine Ahnung, ein Schlurp ist schon relativ selten aus einem 5 Kilometer Ei. Und ja, jetzt geht hier gerade noch ein 2 Kilometer Ei auf. Und ich habe sonst heute nur noch vor, einfach ein bisschen rumzugehen, ein paar Eier auszubrüten. Und ja, wir haben hier einen Magikarp, einen Karper dort drin, Leute. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Hat zwar, glaube ich, keinen guten WP-Wert oder so, aber immerhin. Das heißt, wir haben die Bonbons. Das heißt, da habe ich jetzt schon wieder 264 Stück. Und ja, Leute, wir haben auf der Nearby-List einen Blitzer. Das holen wir uns jetzt, Leute. Leute, wisst ihr, ein echter Pokémon-Go-Spieler ist nie ohne Powerbank unterwegs. Und ja, Leute, ich muss sagen, ich habe eine neue Powerbank von Blitzwolf bekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Also ich habe ein paar Powerbanks bekommen, dass ich jetzt immer Pokémon spielen kann, ohne dass mir der Akku ausgeht. Auf jeden Fall, die Powerbank ist eigentlich ganz nice. Kann man easy mal in die Jackentasche tun oder so. Kann man auch so ganz easy mitnehmen oder den Rucksack oder so. Ich verlinke euch einfach mal die Powerbank in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach mal abchecken. Falls ihr noch keine habt und falls ihr eine braucht, kann ich die euch eigentlich nur empfehlen. Ein Ei. Leute, ich verstehe sowieso nicht, wieso da jetzt statt O steht. Ist einfach so richtig unnötig, aber okay, wir haben ein Macholo, Leute. Ich hätte mir natürlich jetzt mehr ein neues Pokémon aus der zweiten Generation gewünscht. Aber was soll's, Leute, Macholo ist auch nicht so schlecht. Leute, übrigens, ich muss auch sagen, ich habe meinen Relaxo jetzt noch ein bisschen hochgepowert auf 2953 WP. Mein Gyarados auf 2913. Das ist schon relativ krass, Leute. Also das sind jetzt so meine Top 2 Pokémon. Und hier sollte jetzt eigentlich gleich mal das Blitzer irgendwo auftauchen. Hoffentlich ist es überhaupt noch da, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ein wildes Blitzer, ja, hier ist es auch schon, Leute. Direkt neben dem Pokéstop und zack, da fangen wir das jetzt erstmal, Leute. Wow, okay. Es hat 1479 WP, so. Und ich würde sagen, ich füttere das erstmal mit einer Himibär und nehme das dann einfach mal mit einem Hyperball mit. Und es tut mir echt leid, dass ihr jetzt die ganzen Autogeräusche hier neben habt, aber ich gehe gerade neben so einer Straße. Und deshalb haben wir hier ein paar kleine Nebengeräusche. Aber das Blitzer sollte, ja, das ist direkt drin, Leute, beim ersten Ball. Ich schaue mir gleich noch den EV-Wert an und die Attacken. Vielleicht ist es ja ganz nice, dann kann ich es ja mal in der Arena verwenden oder so. Und es hat zwei Blitzattacken oder Elektroattacken. Ist eigentlich relativ logisch. Aber gut, wir checken noch kurz den EV-Wert. Und boah, dieser Wind, Leute, das ist kalt und windig. Das ist doppelt kalt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gut, EV-Wert ist jetzt nicht der beste, aber was soll's. Jo Leute, ich war gerade noch in der Straßenbahn und da ging gerade ein 2 Kilometer auf. Ich wollte jetzt halt nicht die Kamera auspacken. Deshalb, Leute, muss ich das jetzt leider nachkommentieren. Und zwar, was war drin in dem 2 Kilometer Ei? Oh mein Gott, einfach mal ein Pi. Ein weiteres Pokémon der zweiten Generation, ein weiteres Baby-Pokémon. Ist auf jeden Fall ganz nice mit 344 WP und hat auch einen sehr, sehr guten IV-Wert. Das war jetzt im 2 Kilometer Ei drin. Und danach bin ich noch ganz gediegen an einem Ammonitas vorbeigefahren. Und das hatte einfach mal 17 WP. Na gut, ich habe es natürlich trotzdem gefangen. Und ja, danach direkt auch wieder verschickt, weil was fange ich an mit so einem schlechten Ammonitas, sagen wir es mal so, Leute. Auf jeden Fall, Leute, es werden jetzt noch ein paar richtig krasse Eier aufgehen. Und zwar, ich habe noch ein 10 Kilometer Ei bei 9,4 Kilometer. Das wird als nächstes aufgehen. Dann noch einige 5 Kilometer Eier und eventuell auch noch ein 10 Kilometer Ei. Mal schauen, wie lange ich noch rumgehe und wie viele Kilometer. Aber da würden halt noch 5,5 Kilometer fehlen ungefähr. Aber gut, Leute, auf jeden Fall, was wünschen wir aus dem 10 Kilometer Ei? Es kann ja Cossilla, Elekid oder Magpie drin sein. Und eines von diesen drei Pokémon wünsche ich mir am meisten eigentlich Elekid oder Magpie. Cossilla ist jetzt nicht so mein Favorite, aber wäre natürlich auch nice, wäre ein neuer Pokédex-Eintrag. Und wir haben ja in dieser Folge schon einen neuen Pokédex-Eintrag erzielt. Und jo, jetzt haben wir schon hier unten nochmal Pi und Pichu, Leute. Nice. Leute, schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Den Trainer Max. Jo, und wir fangen jetzt hier einfach mal einen Slimog, Leute. Ein wildes Slimog ist auf jeden Fall hier am Start. Alles klar, 188 WP. Was ist das? Okay, und es ist auch verdammt weit hinten. Also es ist ziemlich schwierig zum Treffen jetzt hier an der Stelle. Aber wir fangen das jetzt einfach mal. Okay, Leute, ich glaube, ich brauche hier meine zweite Hand. Zack. Okay, getroffen schon mal. Ich denke mal, das wird eigentlich beim ersten Versuch drin sein. Ist eigentlich ziemlich schwach und boah, Max Sense hat einfach mal 1800 WP. Meins hat nur 180. Aber was soll's, Leute?
ja, ist jetzt nicht so mega nice, aber immerhin ein wildes Leimock gefangen, ist ja schon mal ganz nice, Leute. Und mein 10 Kilometer Eis sollte jetzt eigentlich jeden Moment aufgehen. 9,8 Kilometer, okay, Leute. Das heißt, ich bin echt gespannt, was hier drin sein wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es eines von den neuen Pokémon ist. Von den neuen Baby-Pokémon. Oder vielleicht ein Tratini oder sowas, wäre eigentlich auch ganz nice. Wir werden es sehen, Leute. Ja, bis gleich, bis zum 10 Kilometer Ei. Okay, Leute, das Ei geht auf und Max darf jetzt mal raten, was hier drin ist. Was sagst du? Die Vorentwicklung von Electek? Nein, nicht von Electek. Magma? Magma, genau. Also Magby. Ja, okay, Leute. Ja, ich würde Elekid oder Magby würde ich mir am meisten wünschen. Kusilla wäre auch ganz nice. Oder Dratini, aber sonst, keine Ahnung, brauche ich eigentlich jetzt nichts unbedingt, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was da drin ist in dem IMAX. Let's go, 3, 2, 1, boah. Oh shit. Komm, bitte. Bitte. Oh yeah! Nice! Elekid, what the fuck? Leute, wie lucky bin ich heute? Der zweite Pokédex-Eintrag in dieser Folge, einfach mal schauen. Hier ein Elekid auf 600 WP, okay. Ich habe auch 200 Bonbons, das heißt, ich kann es theoretisch auch ein bisschen power-uppen. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Entwickeln werde ich es auf keinen Fall. Und es ist wirklich, wow, es hat einen sehr guten WP-Wert. Ah, nicht WP, sondern IV-Wert. So, Leute, schauen wir mal. Okay. Ja, ist jetzt nicht so mega krass, aber ist schon mal über 82% IV. Ich würde sagen, nee, power-uppen tue ich das jetzt nicht. Aber das ist jetzt wirklich schon der zweite Pokédex-Eintrag in dieser Folge. Und somit, wow, das ist echt weit unten. Schauen wir mal, Max. 239 ist es einfach. Und hier oben haben wir noch ein paar. Leute, jetzt fehlen mir, glaube ich, noch 5 Pokémon von der zweiten Generation, die jetzt verfügbar sind. Also, Leute, mal schauen, was wir heute noch in dieser Folge bekommen. Es gehen ja noch ein paar 5 Kilometer Eier auf Togel. Togepi könnte ich noch bekommen oder sowas halt, Leute. Wir werden es einfach sehen. Wir wünschen mir Glück. So, Leute, ein 5 Kilometer Ei geht jetzt noch auf und wir können hier Togepi und ich glaube Pichu bekommen. Vielleicht bekommen wir Togepi, das wäre dann ein neuer Pokédex-Eintrag. Nein, leider. Sandan, okay. Ich meine, wir haben noch ein paar Eier, die jetzt gleich noch aufgehen. Also die Chance ist natürlich noch da, dass wir ein Togepi bekommen. Das kann man natürlich auch wieder entwickeln zu Togetic. So war es, genau. Und dafür braucht man aber 50 Bonbons. Das heißt, ich müsste das so dreimal aus dem Ei bekommen oder so, dass ich es dann tatsächlich entwickeln kann. Aber mal schauen, Leute. Ein paar 5 Kilometer Eier gehen ja noch auf und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es noch bekommen, Leute. Okay, noch ein 5 Kilometer Ei, Leute. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es einfach statt O steht. Macht einfach 0 Sinn. Und es ist ein Dickteil. Ich habe auch gerade eins gefangen hier. Ist es nicht so mega krass? Ja, aber es gehen jetzt eh noch 2 auf, glaube ich. Und da muss jetzt einfach mal Togepi drin sein, Leute. Komm, Togepi. Ein Mankey. Naja, kann ich entwickeln zu Rassaf, aber ist jetzt auch nicht mega krass. Letztes 5 Kilometer Ei für heute, für diese Folge, Leute. Und jetzt muss nochmal Togepi drin sein. Das wäre so crazy. Oh, ist auch okay, Leute. Noch ein Pichu habe ich zwar schon, aber ja, kann man sich nicht beschweren. Ist auf jeden Fall ein Baby-Pokémon der zweiten Generation. Hat auch einen sehr guten IV-Wert, Leute. Also, ja. Was soll man sagen? Zwar kein neuer Pokédex-Eintrag jetzt, aber immerhin ein sehr, sehr cutes Pokémon, und zwar Pichu, Leute. Leute, das werdet ihr mir jetzt nie glauben. Ich habe noch am Nachhauseweg ein Ei geöffnet, habe es natürlich auch noch aufgenommen. Und was war drin? Ein Fluffluff, Leute. Richtig, richtig lucky aus einem 2-Kilometer-Ei. Ein Fluffluff natürlich, neuer Pokédex-Eintrag ist am Start, Leute. Das ist dann, glaube ich, mein 147. insgesamt. Das hat 288 WP. Und ja, Leute, das wird jetzt erstmal markiert als Favorit. Das sieht eigentlich ganz cute aus. Hier. Und wir checken noch kurz den IV-Wert ab, Leute. Und das ist wirklich ein atemraubendes Exemplar. Das heißt 82% oder 82,5% oder mehr. Ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Das haben eigentlich alle Baby-Pokémon, die ich bis jetzt gefangen habe. Aber gut, was gefangen? Ich habe sie ja alle aus dem Ei bekommen, Leute. Das war jetzt das Fluffeluff. Ist auf jeden Fall ein neuer Pokédex-Eintrag, Leute. Ich habe es selber nicht glauben können, aber gut. Ist einfach krass, Leute. Mir fehlen jetzt noch 4 Baby-Pokémon, beziehungsweise 4 Pokémon der zweiten Generation. Und zwar, wenn mir jetzt alles einfällt, Kusilla, Magby, Togepi und Togetic. Das sind alle 4, die mir jetzt noch fehlen. Die kann ich aus einem 5 oder aus einem 10 Kilometer Ei jeweils bekommen. Also wünscht mir Glück, dass ich das vielleicht in der nächsten Folge mal bekomme oder so. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mal nächste Woche wieder eine Folge machen. Wenn ihr Bock habt, lasst einfach einen Daumen nach oben da und jo. Ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dieser Folge Pokémon Go. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich jetzt hier oben abonnieren, Leute, und hier findet ihr noch ein Video. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.